Hi Leute, ich bin in Altenberge auf dem Hof Entrup. Hier wird solidarische Landwirtschaft betrieben. Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet und deswegen schaue ich mich doch erstmal um. Ja, ich habe mich hier mit dem Alex getroffen. Hi Alex. Hallo. Alex arbeitet hier, ist hier angestellt. Für die Leute, die jetzt mit dem Konzept solidarische Landwirtschaft erstmal nichts anfangen können, wie kann man sich das vorstellen? Solidarische Landwirtschaft, was wir hier betreiben seit 2007, bedeutet, dass Leute sich für ein Jahr verpflichten, den Hof zu unterstützen und die bekommen alles, was wir erzeugen, tragen aber auch die Risiken. Risiken, also Wetter, Kapriolen, was es so gibt. Okay, wie ist das denn? Die Leute, die jetzt hier nicht fest angestellt sind und auch jetzt nicht Gärtner oder Landwirte sind, die kommen aber auch zum Arbeiten und können hier auch ganz normal mitarbeiten? Ja, das Gute an der Landwirtschaft ist, man muss kein Profi sein, also man kann relativ schnell sich anlernen lassen und bestimmte Dinge erledigen, was uns auch hilft, weil wir relativ viel mit Handarbeit machen. Eingerichtet ist ein Mitmachtag, das ist der erste Samstag im Monat. Heute jetzt, Anfang Juli, ist die Frühkartoffelernte dran. Und was wir heute auch machen, ist, dass wir Johannisbeeren ernten und Kirschen. Also Sachen, wo einfach viel Handarbeit anfällt, die wir vom Hofteam gar nicht unbedingt so schaffen oder was sonst viel länger dauern würde. Ah, okay. Und wo halt auch die, ich sag mal in Anführungszeichen, die gewöhnlichen Leute sich auch einbringen können, ohne jetzt großes Wissen mitbringen zu müssen. Genau. Okay, ja, dann können wir uns das doch mal angucken. Gehen wir doch einfach mal dahin, wo die Leute Kirschen pflücken und Johannisbeeren. Mhm. Schauen wir mal, was da los ist. Wir sind jetzt hier an der Streuobstwiese bei den Johannisbeeren. Hier können wir auch erstmal so ein paar Beeren pflücken. Hier wird gearbeitet, wie man sieht. Im Hintergrund sind auch Leute, die hier schon fleißig die Beeren pflücken. Jetzt, wenn man sich so die Produkte anguckt, was ist denn das Besondere? Arbeitet ihr auch nach biologischen Standards? Genau, also die Erzeugung ist biokontrolliert, weil wir ja auch auf dem normalen Markt sind und im Hofladen verkaufen. Das heißt, wir müssen uns zertifizieren lassen. Wir sind ein ganz normaler Biohof. Bio bedeutet ja Pestizide erstmal gar nicht. Und Düngung kommt immer aus dem Betriebskreislauf. Das heißt, dafür haben wir unter anderem die Milchschafe, die erzeugen den Mist, der kompostiert wird und dann die Gemüsekulturen düngt. Also die Schafe, das hat dann einen doppelten Vorteil. Erstens haben wir die Milch und die schöne Wolle und das Fleisch und dann haben wir noch den Dünger. Genau, okay, das vierfach. Das heißt, ihr bildet hier einen Wirtschaftskreislauf quasi, so einen kleinen. Ja, wir streben das an, genau. Ihr arbeitet ja hier sehr regional, also ihr habt relativ geringe Transportwege, so wie ich das verstanden habe. Ist das denn auch für die Region vielleicht von Vorteil? Ja, zweifellos ist es so. Es geht ja darum, dass die Leute einen Bezug zum Hof entwickeln und das geht nicht über weite Entfernungen, also wenn die nie auf dem Hof sind. Und die Beeren, die wir jetzt hier pflücken, die werden dann auch direkt an die Leute verteilt, die hier quasi zur Genossenschaft gehören? Also die Leute, die jetzt pflücken, die behalten einen Teil für sich und da das aber eine solidarische Gemeinschaft ist, geben ja auch einen Teil an die Leute, die heute nicht kommen konnten, aus diesen oder jenen Gründen. Ah, okay. Genau. Das heißt, die werden auch mal mit berücksichtigt. Ja, wir versuchen es, genau. Wir hier die Kartoffeln, macht ihr das immer von Hand? Was wir immer von Hand machen, sind die ersten beiden Reihen, weil unsere Fläche begrenzt ist. Die Technik, die schleudert es halt raus und legt es irgendwo hin, wo man es dann aufsammeln kann.
Und hier wäre überhaupt kein Platz, da ist schon hinter uns direkt ist die Zucchini-Reihe, da könnten wir gar nicht hinschleudern jetzt. Okay. Genau, spätestens ab der vierten Reihe, denke ich, fangen wir dann an mit rausschleudern, mit so einem Schleuderroder, den unsere Arbeitspferde ziehen, die sehr viel auf dem Gemüseacker arbeiten. Genau, und da ist es dann immer so, dass man hinterherlaufen muss und aufsammeln. Und hier jetzt im Moment machen wir es so, dass die Leute mit Spaten den Boden lockern, man die Pflanzen rauszieht und dann absammelt. Was man hier sieht auf diesen Plänen, vor denen wir stehen, sieht man so ein bisschen die Fruchtfolge. Also im Bioanbau ist es besonders wichtig, natürlich auch im konventionellen, aber eine konventionelle Fruchtfolge, die hat irgendwie zwei Fruchtfolgeglieder und es gibt auch Felder, wo jedes Jahr Mais wächst, das heißt, da ist keine Fruchtfolge gegeben. Bei uns ist jetzt die Gemüsefruchtfolge, die ist auf 11 Jahre angelegt. Das heißt, wenn dieses Jahr auf dem Acker der Winterkohl steht, also was man so kennt, Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, dann steht er erst im 12. Jahr, das heißt 2027 steht er erst wieder an dieser Stelle. Das heißt, so sorgen wir einfach dafür, dass der Schädlingsdruck gering bleibt, dass die Nährstoffversorgung stimmt. So, jetzt stehen wir hier bei den Schafen. Was ist denn das Besondere bei euch, bei eurer Schafzucht? Was unterscheidet euch vielleicht von konventionellen Betrieben? Ja, erstmal grundsätzlich, dass wir überhaupt Schafe melken. Das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Dass die Weidegang haben, das ganze Sommerhalbjahr oder eigentlich auch länger, 8 Monate ungefähr im Jahr sind die auf der Weide, kommen 2-mal täglich rein zum Melken. Ja, da ist so gut wie keine anderen Milchschafbetriebe gibt, gibt es da auch keine Bündelung, also es gibt keine Molkereien, die Milch abholen und verarbeiten. Das heißt, das machen wir selber. Es passt natürlich auch zum Betriebskonzept dazu, dass es dann direkt vom Hof kommt. Und wir haben ein bisschen mehr Wertschöpfung auf dem Hof, dadurch, dass wir halt nicht nur die Erzeugung, sondern auch die Verarbeitung haben. Die Milch wird verarbeitet zu diversen, also Schnittkäse machen wir, Weichkäsesorten, also Hirtenkäse, Feta kennt ja jeder, aber aus Schafmilch kann man eigentlich so gut wie jeden anderen Käse auch machen. So, das war's vom Mitmachtag auf dem Hof Entrup in Altenberge. Ich habe viel von dir gelernt, Alex. Vielen Dank dafür. Jetzt weiß ich endlich, was solidarische Landwirtschaft überhaupt bedeutet. Ich hoffe, auch die Zuschauer ein bisschen was mitnehmen können. Ja, und wer mitmachen will, kann sich gerne natürlich auf der Seite umschauen oder einfach hier vorbeikommen und selber erleben, was es heißt, solidarisch zu landwirtschaften. Vielen Dank. Gerne.